Und das ist der Moment, da verliere ich meinen Scheiß. So, das erzählt doch nur Menschen, die diese Krankheit nicht haben. Ja moin, wie du siehst, ist hier was anders. Ich habe meine Pilotenkopfhörer auf. Wir reagieren heute auf ein sehr bekanntes Video, was sich um die Ernährung dreht, wenn man Morbus Crohn hat, von den Ernährungsdocs auf NDR. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Danny, ich bin Crohn- und Colitis-Coach und ich lebe seit 4,5 Jahren jetzt ohne Symptome und seit 2,5 Jahren ohne Medikamente. Und es wird für mich heute aus diesem Grund nicht einfach werden, weil es gibt nichts, was mich mehr triggert als Ernährungsrichtlinien, die zumindest für mich und für die Leute, die ich kenne, nicht funktioniert haben. Meistens, wenn die von Leuten kommen, die nicht selber Morbus Crohn haben, deswegen nicht wissen, wie sich sowas anfühlt, wenn man sowas isst. Ich will nichts vorwegnehmen. Ich glaube, es ist unmöglich, dass ich nicht arrogant wirke in einem gewissen Teil des Videos. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich bin eigentlich kein arroganter Mensch. Ich versuche immer, auf dem Boden zu bleiben. Aber ich kenne mich da gut, zu gut. Deswegen mal gucken, wie das läuft. Wenn das Format ankommt, dann kommt davon vielleicht noch mehr. Mal gucken, wie das laufen wird. Ich will nur noch mal gleich sagen, natürlich, ich weiß ganz genau, dass die Menschen, die das da sagen, das genau gut meinen. Egal welches Video ich jemals kritisieren werde, weiß ich auch immer, dass die Menschen das wirklich mit einem guten Herz machen und natürlich auch Menschen helfen wollen. Deswegen, wer bin ich, mich das zu verurteilen, ist also nur meine Meinung, meine Erfahrung, die ich hier teile, auch wenn es ein bisschen emotionaler wird. Und schauen wir einfach mal direkt ins Video rein. Als Nächste kommt eine Frau an Bord, die ständig Durchfall hat. Ich komme mir vor wie so ein Krieger, der langsam wirklich sehr müde geworden ist, aber immer noch die Fahne hochhält. Ich bin Bärbel, 54 Jahre alt und leide unter Morbus Crohn. Ihr Darm ist chronisch entzündet, unheilbar. Die Krankheit kann vom Mund bis zum Darmausgang jeden Abschnitt des Verdauungstraktes befallen und verläuft schubweise mit heftigen Durchfällen, Bauchschmerzen, Krämpfen, Fieber, Müdigkeit, Gewichtsverlust. Zweimal musste Bärbel Schlorf schon unters Messer, wegen akutem Darmverschluss. Das Erhoffte, dass es danach weg ist oder dass ich wenigstens ein paar Monate Ruhe habe, ist nicht eingetroffen. Ja, da hat die gute Frau gerade erwähnt, dass sie zweimal unters Messer musste, leider, und da gab es Darmverschlüsse. Und die mussten dann wahrscheinlich ein Stück Darm rausnehmen und so weiter. Und sie hat gehofft, dass sie dann ein bisschen Ruhe hat und dass es vielleicht besser wird. Ich weiß nicht, woher die Hoffnung kommt. Ich weiß nicht, ob die Ärzte das vielleicht gesagt haben, weil bei mir 2011, als ich die Diagnose bekommen habe, hat man mir gesagt, jo, ey, die operieren manchmal, die operieren auch Stücke raus, manchmal nehmen sie den ganzen Darm raus. Und das wird so als Endheilung gesehen, dass man einfach den Darm rausnimmt, wenn es nur den Dickdarm zum Beispiel betrifft. Aber so patchweise Sachen rausschneiden hat nicht wirklich einen Erfolg gebracht. Das wissen wir aber schon seit mehreren Jahrzehnten, dass dann einfach die nächsten Stücke Darm einfach anfangen, sich zu entzünden. Ernährungsdoc Jörn Klaasen warnt, jeder weitere Darmverschluss muss unbedingt verhindert werden. Ja, Darmverschluss ist ein Super-GAU. Denn mit jeder notwendigen Operation geht ein Stück Darm verloren und damit irgendwann auch die Möglichkeit, genügend Nährstoffe aufzunehmen. Das ist so interessant, wenn wir über Ernährung sprechen, ne? Wenn da Stücke vom Darm rausgeschnitten wurden schon und er auch sagt, dass da eine geringere Aufnahme von Nährstoffen da ist, wir kommen dann gleich zur Ernährung. Aber ich weiß jetzt schon, besonders nährstoffdicht ist die Ernährung dann nicht dafür, dass sie weniger Nährstoffe aufnehmen kann. Schauen wir mal. Frau Schlorf, ich habe hier einen Apfel und diese Haut hier hat die gleiche Funktion wie Ihre Darmschleimhaut. Sie dient als Schutz. Wenn die Haut defekt ist, können Eindringlinge in die Schleimhaut eindringen. Und dann kann es so eine faule Stelle geben. Und das passiert auch in Ihrem Darm. Tatsächlich, ja. Das ist eine super Analogie für die Schutzfunktion des Obstes und des Gemüses. Weil ich sage auch immer, die Schale von Sachen müssen einfach runter. Weil das ist, wie gesagt, die Schutzfunktion der Pflanze, um sich gegen Fressfeinde zu wehren. Es sind also manchmal Stoffe drin, besonders bei Kartoffeln, Paprika, Tomaten und so weiter. Die sind einfach nicht gut für uns, weil die einfach nicht gut für uns sein sollen. Und manche dieser Stoffe haben den direkten Effekt. Der Sinn dieses Stoffes ist, den Darm zu entzünden. Dass man Bauchschmerzen bekommt, dass die kleineren Tiere, die das fressen, wirklich starke Bauchschmerzen bekommen. Und was passiert wohl, wenn man ganz viel von diesen Stoffen zu sich nimmt? Auf Bildern einer Darmspiegelung sieht das dann so aus. Hier diese entzündete Darmwand entspricht dieser fauligen Stelle
bei der Apfelhaut. Durch eine genetisch bedingte Fehlsteuerung des Immunsystems kommt es zur chronischen Entzündung des Darms. Dadurch wird die Darmwand durchlässiger, verliert ihre Schutzfunktion, Erreger können eindringen und die Entzündung verstärken. Die Darmwand verdickt, gefährliche Engstellen entstehen. Bei Bärbel ist besonders der Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm betroffen. Das hört man ja normalerweise, wenn man das erste Mal beim Gastroenterologen ist und die Diagnose bekommt, dass man das sind genetische Sachen, da kann man nichts machen, das haben sie jetzt einfach Pech gehabt. Aber die Wissenschaft die sieht das gar nicht so in Stein gemeißelt. Also es gibt nicht wirklich nur genetische Faktoren, die einfach da sind und dann hast du das einfach, sondern es gibt nährstofftechnisch bedingte genetische Faktoren, die sich dann nur dann ausdrücken, wenn vielleicht verschiedene Defizite bestehen und so weiter und so fort. Also, und auch die Frage, warum das Immunsystem das macht, die Ursache dessen, die wird meistens so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, unter dem Deckmantel von, ja, das wissen wir nicht. Also lohnt sich die Frage auch gar nicht, so ungefähr. Deswegen, ja. Aber was da beschrieben wird, ist eigentlich Leaky Gut auch, dass die sozusagen die Darmbarriere gestört wird, dass da Stoffe sozusagen ins Blut gelangen können und manchmal dann zu Entzündungen führen können und auch zu Immunreaktionen. Und ganz oft sieht man auch diese IgG-Nahrungsmittelunverträglichkeitstests. Wenn man Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat bei diesem Test und Leaky Gut, dann sind es wahrscheinlich genau die Sachen, die man gegessen hat, weil die dann durch diese Stellen auch mit durchgehen können. Ne? Diese Stelle hier. Richtig. Da hat das Ganze ursprünglich mal angefangen. Ne? Und ich meine, es ist auch alles wegoperiert. Ja, all das ist dann entfernt worden, einschließlich der Klappe. Der Verschluss zwischen Dünn- und Dickdarm. Der Verschluss zwischen Dünn- und Dickdarm, also da, wo die Ileozökalklappe sitzt, da haben ganz viele meiner Klienten eigentlich immer Schwierigkeiten damit. Und da gibt es ein ganz interessantes Buch. Ich hoffe, der Fokus wird gefunden bei dem Buch. Ja, Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve, Stanley Rosenberg, also alles auf Englisch, das ganze Ding. Der spricht darüber, dass der Vagusnerv, also unser Nervensystem sozusagen, verbunden ist mit vor allem auch der Iliozykalklappe, dass unser Nervensystem diese Klappe steuert. Und wenn unser Nervensystem nicht im richtigen Zustand ist, also wenn es gestresst ist sozusagen, wenn wir gestresst sind, dann kann es passieren, dass diese Klappe nicht richtig funktioniert und dann entweder der Stuhlgang da zu lange fest sitzt und Probleme macht oder das Ding die ganze Zeit offen steht und Probleme macht. Da sind Narben entstanden durch die Entzündung. Und wenn sich da jetzt wieder Entzündung abspielt, besteht natürlich die Gefahr, dass da wieder eine Enge entsteht und über die Enge es wieder zum Verschluss kommt. Ja. Schön, wie er ihr Hoffnung macht, das finde ich schon mal super. Und außerdem muss man noch dazu sagen, dass es viele Menschen gibt, bei denen man auch die Iliozykalklappe vielleicht entfernt hat, beziehungsweise Stücke dort, und sie trotzdem noch genau an diesen Stellen Probleme haben, bis dann halt das mit dem Nervensystem sich sozusagen ändert. Darüber spricht er halt auch in diesem Buch. Seit über einem halben Jahr macht die Krankheit wieder einen Schub. Bärbel Schlorf arbeitet in einer Apotheke, ist viel krankgeschrieben. Es kann ein Tag sein, wo man denkt, oh, heute ist total ruhig. Eine Stunde später, weil man irgendwas Falsches getrunken hat oder gegessen hat, rumst das durch und das ist wie eine Explosion. Und da kann man schon mal alle halbe Stunde gehen. Also über einen Tag verteilt sind es dann locker 10, 11, 12 Mal. Bärbel Schlorf ist kein Mensch, der sich hängen lässt. Aber das dauerhafte Schlappsein, die Energie. Da war halt schon der Bissen ins gute deutsche Brötchen mit sehr viel Getreide, was sich verändert hat in den letzten 60 Jahren, mit direkt noch Getreide obendrauf, also auch sehr wahrscheinlich, ein Vollkornbrötchen vielleicht, also sehr viel unlösliche Ballaststoffe. Unlösliche Ballaststoffe, wie der Name schon sagt, lösen sich nicht, also sind nicht verdaubar für uns. Selbst eine Kuh mit 4 Mägen hat Schwierigkeiten, das richtig zu verdauen, sagen wir es mal so. Und deshalb, damit macht man seinem Darm natürlich auch immer ein bisschen mehr Arbeit, als da sein muss. Ich habe mein Brot gebacken, habe das Mehl gesiebt, um die Kornhöhlen rauszubekommen. Müsste man sich mal angucken, wie das sich alleine schon auf der Haut der Hand, wenn man es auf der Hand reibt, wie das schon da irritiert, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, wie das auch durch den Darm durchgeht, der vielleicht ein bisschen gereizt ist. Also. Energielosigkeit setzen ihr zu. Eigentlich täglich, merkt ihr Freund Bodo. Sie ist eine Kämpfernatur
lässt sich das oft nicht anmerken. Aber genauso brauchst du auch dann jemanden zum Anlehnen und die Schulter gebe ich ihr dann. Medikamente gegen die chronische Darmentzündung haben ihr nicht geholfen. Nochmal ganz kurz zur Kämpfernatur. Das sehe ich auch ganz oft, dass es eine ungesunde Kämpfernatur gibt. Ein gesunder Kämpfer, der weiß genau, wann er kämpft und wann er ausruhen muss. Und ich sehe manchmal Leute, die kämpfen einfach nur, ohne zu wissen, wann man sich ausruhen muss. Und denken, man muss da einfach durchpowern durch diese Woche Arbeit, obwohl der Körper Nein sagt. Und deswegen, das ist immer mit so ein bisschen Abstand zu genießen, diese Kämpfernatur. Und ich weiß aber schon, dass sie auch schon so ein paar Techniken sozusagen gemacht hat, darüber wird jetzt gleich gesprochen, um ein bisschen Gleichgewicht zum Kämpfen im Endeffekt zu bekommen. Deshalb nimmt sie auch keine mehr. Die 54-Jährige ist ein spiritueller Mensch, macht zur körperlichen und seelischen Unterstützung Reiki. Und sie nimmt keine Medikamente als Apothekerin. Das finde ich sehr interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn man täglich mit Medikamenten zu tun hat, auch ja, so eine interessante Vorgehensweise, die jetzt von keinem Arzt natürlich unterstützt werden würde, ja, bestärkt wird am Ende. Dass sie Reiki macht, finde ich schon mal super. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, überhaupt eine Technik zu haben, um einfach runterzukommen. Egal, ob das Meditation, Reiki, ob das Yoga ist, egal was es ist, Hauptsache so diesen Gegenpol zum Kämpfen zu haben. Spannungsmethode. Es ist eben eine positive Energie, die ich in meinen Händen trage. Und die Hände habe ich immer bei mir und kann sie mir jederzeit überall auflegen. Sie hofft, den akuten Entzündungsschub beeinflussen zu können. Weiß ich, wie es dir geht. Ich finde, das wird schon ein bisschen so hingestellt, als wenn das so eine fragwürdige Sache ist, die sie da macht und sie hofft. Keine Ahnung, ob ich da zu viel zwischen den Zeilen lese. Ich bin definitiv der Überzeugung, dass solche Entspannungstechniken absolut natürlich uns in andere Zustände unseres Nervensystems bringen, wo die Verdauung einfach auch viel besser funktioniert. Wir haben ja nun bei Ihnen eine Stuhlprobe entnommen und haben geguckt, ob es darin Entzündungszeichen gibt. Der Calprotectin-Wert sollte unter 50 sein. Und bei Ihnen ist er 75. Ihre Reaktion ist auch schon, also ich merke das in der Reaktion, dass sie sagt, jo, geht doch, und so schlimm ist auch wieder nicht. Also ich habe von Leuten gehört, die haben Calprotectin-Werte jenseits von Gut und Böse. Das ist 75 jetzt wirklich nicht der Wahnsinn, sage ich mal, auch wenn es natürlich deutlich tiefer sein sollte. Es ist eine Entzündung im Darm. Das ist schade zu hören. Bärbel Schlorf braucht antientzündliches Essen und Nährstoffe. Dafür bekommt sie einen Einkaufszettel. Und wir machen eine Arbeitsteilung. Okay. Ich würde Sie nämlich bitten, das einzukaufen. Mhm. Und dafür komme ich zum Kochen. Das ist ein Deal. Ein Hausbesuch in Ihrer Küche. Was wohl auf den Teller kommt. Ernährungsdoc Jörn Klaasen kommt zum Kochen bei Bärbel Schlorf. Sie soll lernen, was sie in welcher Phase essen kann. Wenn es ihrem Darm gut geht, viel leicht verdauliches Gemüse. Wenn der Morbus Crohn. Was? Viel leicht verdauliches Gemüse. Ich sehe schon, da ist Brokkoli dabei. Und Fenchel und Kohlrabi kann man sehen, Kürbis so. Ich meine, habe ich nichts dagegen. Aber es gibt so eine Sache, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Das ist, wenn man anfängt zu sagen, dass Pflanzen leicht verdaulich sind, aber tierische Produkte nicht. Ich meine, das hat schon damals der William Beaumont festgestellt. Das ist eigentlich 1800 sonst was gewesen. Da hat der schon festgestellt, weil der hat einen Patienten mit so einem Loch im Magen gehabt, habe ich eines meiner ersten Videos, dreht sich drum. Diese Geschichte, da hat er schon festgestellt, dass tierische Nahrungsmittel viel schneller den Magen verlassen und viel besser verdaulich sind als Sachen, die einfach, keine Ahnung, Fasern haben. Und alles, was über der Erde wächst, muss eine gewisse Gerüststruktur bauen. Und diese Gerüststruktur besteht meist aus Zellulose. Und Zellulose, da sprechen wir dann wieder über Sachen, die nicht so einfach für uns verdaulich sind. Deswegen zwei Sachen. Gemüse ist nicht unbedingt nährstoffdicht. Es kommt wirklich drauf an. Und zweitens ist es nicht unbedingt einfach zu verdauen. Und die Nährstoffe, die da vor allem auch drin sind, kommen die wirklich an im Körper? Oder sind die nur auf einem Blatt Papier von irgendeinem Labor? Das ist dann wirklich die Frage.
und wie jetzt im entzündlichen Schub ist, Schonkost. Und das ist der Plan. Wir beiden wollen heute Stenose Suppe kochen. Flüssiges und weiches Essen, das durch die entzündeten Engstellen in Ihrem Darm durchrutschen kann. Was aber lecker ist, das ist ja wichtig. Ja. Sonst haben wir immer so den Eindruck, oh, Suppe, das ist ja nicht besonders schön. Aber es kann wunderbar sein. Richtig, da habe ich nämlich ein Rezept auf meinem Kanal. Vor allem, wenn man die Suppe so macht, wie ich da gesagt habe, mit Knochenbrühe, die nährstoffdicht ist, die Kollagen mitbringt, das, was wir brauchen, um Haut zu bilden, also um unseren Darm im Endeffekt auch zu bilden, das ist auch nur eine Haut nach innen. Und da ist auch Möhre drin, da sind auch Möhren drin, da sind auch Kartoffeln drin. Aber die muss man auch richtig zubereiten und das muss man auch richtig gut kochen. Ich finde es aber super, dass sie das pürieren wollen, dass sie das ein bisschen, das sieht man dann gleich, dass das ein bisschen schon vorverdaut ist. Das finde ich super, weil man kann mit Pürieren schon mal Arbeit wegnehmen vom Mund im Endeffekt, um das zu kauen, und wir wissen alle, wie schnell wir manchmal essen, und man kann ein bisschen Arbeit vom Magen wegnehmen, der das ja, die Hauptaufgabe des Magens ist ja, Sachen zu zerkleinern. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Art Schonkost. Nur nährstofftechnisch kann man da viel mehr machen. Also und vor allem, was das angeht, die Nährstoffe aufzunehmen. Überzeugen Sie mich. Das macht er mit einem Butternut-Cremesüppchen. Aus Kürbis, Gemüsebrühe und Schmand, etwas Zwiebel, Nelke und Ingwer. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Ingwer die Verdauung reguliert. Der Zauberstab. Ja, wunderbar. Gerne glaube ich das, dass das die Verdauung reguliert. Aber das muss man auch immer so ein bisschen distanziert auch wieder betrachten. Ingwer und sowas gehört für mich auf jeden Fall in die Region der natürlichen Antibiotika sozusagen, an die wir uns gewöhnt haben, unser Körper sich vielleicht auch gewöhnt hat, beziehungsweise wir leben mit diesen natürlichen Antibiotika in einer Art Symbiose. Also alles, was ein Gewürz ist, alles, was Kräuter sind, was Aroma hat, hat auch immer eine positive Wirkung auf unser Darmmikrobiom. Deswegen kann super sein, kann aber auch nicht super sein. Kommt einfach drauf an. Das wichtigste Instrument Ihrer Zukunft. Mhm. Nichts mehr soll an der Verengung hängen bleiben. Obendrauf kommen gesundes Kürbiskernöl und antientzündliche Gewürze wie Kurkuma. Rezepte für diese und weitere leckere Suppen bei Morbus Crohn gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Antientzündliche Gewürze ist für mich auch wieder so eine Sache, weil wir müssen auf jeden Fall verstehen, was Entzündung eigentlich ist. Weil Entzündung ist nicht einfach was aus dem Nichts kommt, sondern Entzündung ist die Folge von Verletzung. Deswegen müssen wir gucken, was verletzt den Darm denn eigentlich? Was ist denn, was er den Darm verletzt? Deswegen antientzündlich ist halt immer, ja, ist halt immer was den Körper unterstützt, wahrscheinlich mit der Entzündung auch umzugehen. Aber Kurkuma ist auch bekannt dafür, dass es die Stoffwechselrate nach unten drückt. Also im Endeffekt auch immunsuppressiv dann wirken kann. Ich weiß halt nicht, will man eine Wunde wirklich heilen oder will man die Wunde halt brach liegen lassen, weil das Immunsystem da sich nicht mehr groß mit beschäftigt? Das ist dann die Frage. Ich habe mir Ihr Ernährungsprotokoll angeguckt und wenn ich das so durchblättere, fällt besonders auf, dass es viel... Sagen wir mal ganz kurz zurück, gucken wir es mal an, was die gute Frau so isst. Also, wir haben eine Scheibe Dinkelbrot mit Heidelbeermarmelade. Da ist halt... Nahrungsmitteltechnisch, also nährstofftechnisch meine ich, halt nichts drin. Ne? Das ist einfach nur Kohlenhydrate und das war's im Endeffekt. Und da ist ein ungesüßter Kaffee dazu. Ich meine, ja, manche kommen gut mit klar, manche kommen nicht so gut mit klar. Mit laktosefreier Milch. Gut, da sind ein paar Proteine mit drin, weil ich sage ja immer, Kohlenhydrate mit Proteinen zusammen, das ist immer ganz wichtig, vor allem, wenn man auch Kaffee dazu trinkt. Und dann haben wir als nächstes wahrscheinlich einen Haferbrei, was da steht, mit Quinoa, Amaranth und so weiter. Da wird also geguckt, dass man da sich glutenfrei ernährt wahrscheinlich. Und diese Pseudo-Getreidesorten, die sind aber alle zusammen nicht wirklich gut vorbereitet. Also die haben auch die Antinährstoffe nicht wirklich deaktiviert. Und da haben wir auch eine große Menge an unlöslichen Ballaststoffen wieder, die wieder ja im Endeffekt Schwierigkeiten machen können. Aber so wie ich sehe, ist auch mittags eigentlich wieder nur Kohlenhydrate. Blätterl fällt besonders... Gut, da ist noch Milch mit dabei, okay. ...das auf, das ist viel zu viel Brot ist. Aber selbst wenn da Milch dabei ist, ist das nicht wirklich eine ausgewogene Geschichte und Fett ist da jetzt auch nicht wirklich erwähnt worden. Deswegen
Meine Ernährungsempfehlung, da sollte immer gut von allen drei großen Makros was dabei sein. Also da sollten Kohlenhydrate, sag ich mal, zwei Drittel erfüllen und dann halt die Proteine und die Fette nochmal so jeweils 20%. Und dann kommen abends noch die Chips obendrauf. Manchmal. Oh mein Gott, Chips. Die Sache an den Chips, also was ist denn an einer gekochten Kartoffel anders als an Chips? Die Frage muss man sich ja mal stellen, oder? Sind es die Gewürze? Ist es die Art, wie es zubereitet wird? Warum sind Chips plötzlich ungesund, wenn eine Kartoffel gar nicht so schlimm ist? Das liegt vor allem am Fett und vor allem an dem Fett, was da benutzt wird. Das ist meistens mehrfach ungesättigt, also Sonnenblumenöl oder sowas. Und das ist halt einfach ja, eine Oxidationsbombe. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind sehr instabil und oxidieren super leicht, was im Endeffekt zu ja, der Produktion oder der Formation von freien Radikalen im Darm oder im gesamten Körper führt im Endeffekt. Deswegen sind die so ja, ungesund. Wenn man Kartoffeln so zubereitet wie ich in meinem Pommes-Video zum Beispiel, könnte man auch Chips draus machen und die wären dann super bekömmlich und alles andere als ungesund. Das Maximum am Tag sind 2 Scheiben Brot. Und keine Chips. Schade. Die Sache ist erstmal, woher will der wissen, dass 2 das Maximum ist und warum nicht einfach mal Brot komplett rauslassen, um zu gucken, ist das überhaupt ein Problem oder so? Wenn der Schub vorbei, die Entzündung weg ist, stehen Obst und Gemüse, Nüsse und Samen. Und das ist der Moment, da verliere ich meinen Scheiß. So, das erzählt doch nur Menschen, die diese Krankheit nicht haben. Dass man, ich sehe die Johannisbeeren, ich sehe die Brombeeren, die Erdbeeren mit den ganzen kleinen Kernen und da merke ich schon, wenn ich das esse, wird es mir wahrscheinlich nicht super dolle gehen danach. Zumindest vielleicht vor ein paar Jahren wäre das so gewesen. Heute ist nicht mehr ganz so schwierig, aber das und dann noch zusammen mit Nüssen. Ich habe eine Weile lang die SCD gemacht, die Specific Carbohydrate Diet und da gab es solche Sachen. Das ist doch nicht einfach zu verdauen. Das kann mir doch keiner sagen. Das geht doch manche von den Sachen gehen doch einfach so durch den Körper durch, wie sie reingegangen sind. Vor allem Samen. Welche Samen sind es denn da? Ist es dann Quinoa? Sind es dann Leinsamen? Sind es Chiasamen? So auf dem Papier sieht das immer super nährstoffdicht aus, aber da kommt doch nichts, kommt doch da im Körper an. Das rutscht doch einfach durch. Also ich weiß nicht. Ich sehe so oft solche Kochbücher. Und ich denke mir so, das hat niemand geschrieben, der diese Krankheit hat. Weil wenn du das als Morbus Crohn Leidender oder Leidende isst, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Probleme macht. Und wenn ich da Rucola sehe, ey sorry, hat das mal jemand wirklich bewusst gegessen? Das Zeug ist nicht einfach verdaulich und das macht auf jeden Fall keine Bristol Stool Chart Nummer 3. Wenn du nicht weißt, was ich meine, google mal Bristol Stool Chart und guck dir mal die Nummer 3 an. Weil, nee. Da wirklich, da hört es bei mir auf, ey. So wie antientzündliche Kräuter, Fisch und Eier auf. Was machen denn da Chilis? Was machen denn da Chilischoten? Und auch die Paprika? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kenne niemanden, der Morbus Crohn hat, der gerne scharf isst und das gut verträgt. Wir wissen alle, wie das nach hinten losgeht. Und diese Peperoni oder Chilis und die Paprika, da muss die Schale runter und die Kerne raus. Und die meisten, die machen das halt nicht, beziehungsweise ist das auch oftmals in irgendwelchen Gemüsemixes drin und so weiter. Ey, nee, ohne Scheiß, ey. Dem Speiseplan. Fleisch, Weizenprodukte und Milch sind gestrichen. Als wenn das so einfach wäre, das zu sagen. Es ist doch nicht so, dass es nur ein Fleisch gibt. Es gibt doch verschiedene Haltungsarten, verschiedene Fleischarten, es gibt verschiedene Zubereitungsweisen. Welches denn jetzt? Dass die Fleischarten, die wir schon essen, so wie wir sie seit 2.000, 3.000 Jahren essen, so Schinken oder gereifte Salami, wo einfach keine Zusätze wie Nitrite und Nitrate drin sind, das, was Menschen wirklich schon so lange essen, wenn es damit Probleme geben würde. Gut, früher gab es keinen Morbus Crohn, aber wenn es zu Darmproblemen führen würde, hätte man das doch irgendwann gemerkt. Und Milchprodukte, was ist denn das? Das kann doch alles Mögliche sein. Das ist doch überhaupt nicht, da gibt es doch so viele Nuancen. Und auch Getreideprodukte, es ist doch, kommt doch auch drauf an, wie es zubereitet wurde. Dass da immer so einfach so allgemein aus, einfach so Milchprodukte, Fleisch ist ganz schlecht, das ist überhaupt nicht haltbar, noch wissenschaftlich so überhaupt nicht untersucht worden.
Also ich habe noch keine Studie gesehen, die sich wirklich mal damit befasst, wirklich mal ein gesundes Tier zu nehmen. Nicht eins, was in irgendwelcher Turbomastanlage da in fürchterliches Leben hatte. Und das macht dann natürlich einen Unterschied, ob ich ein gestresstes Tier esse, was irgendwelche Hormone und was weiß ich was und Antibiotika bekommen hat, oder ob ich ein Tier von einem Tier was esse, was auf einer Weide gelebt hat. Und die Erfahrung habe ich halt persönlich definitiv gemacht, wo ich sage, hey, es gibt nicht nur Fleisch, es gibt Fleisch, was wirklich schlecht ist, was aus irgendwelcher Industrie kommt, und es gibt Fleisch, was definitiv sehr gut sein kann, wenn es eine richtige Haltung hat. Und vor allem Käse und Milchprodukte. Ey, da gibt es Sachen wie Milchkefir und so weiter, wenn man das richtig zubereitet, das ist super, und das merkt jeder, der das mal ausprobiert hat, wie gut sich das im Körper auch anfühlt, und es ist nährstoffdicht, es ist einfach zu verdauen. Und nochmal, diese Nahrungsmittel gibt es seit fucking wie viel tausend Jahren. Wenn es mit denen wirklich Probleme gibt, hätten wir das irgendwann gemerkt. Guck mal aber jetzt mal 100 Jahre zurück, sehen wir auch, da hat sich ganz schön viel verändert, wie wir die Tiere halten, wie wir es produzieren und wie es vielleicht gegessen wird. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben. Und da sollten wir vielleicht mal eher uns drauf fokussieren, als einfach generell zu sagen, ja, Milchprodukte sind schlecht und Fleisch ist entzündungsfördernd. Und statt Zucker gibt es einen Esslöffel Honig pro Tag. Nun habe ich für Sie gebacken. Nein. Und nehmen Sie sich doch mal ein. Gebäck aus Quarkölteig mit Honig. Quarkölteig. Also jetzt ein Milchprodukt doch okay, oder was? Ohne Zucker. Für die Ruhephase. Mhm. Mhm. Ja, das ist gut. In Zukunft. Ich glaube ihr kein Wort. Dürfen Sie davon eins am Tag essen? Eins. Mhm. Schön. Und gerne ergänzt durch 2 Stück dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade? Ist es wieder mal die Frage, aus was wird dunkle Schokolade gemacht? Schokolade wird aus einem Samen einer Pflanze gemacht. Samen sind Embryos von Pflanzen. Pflanzen wollen nicht, dass du ihre Embryos frisst. Deswegen packen die Sachen rein, dass wenn du da mal einen isst, als kleines Tier, dass du damit Probleme bekommst, außer du hast ein Verdauungssystem entwickelt, das damit umgehen kann, wie vielleicht ein Eichhörnchen oder so. Aber schwarze Schokolade ist einfach kritisch, was Antinährstoffe angeht und auch Sachen wie Cadmium und so weiter. Deswegen, ich persönlich würde schwarze Schokolade überhaupt nicht empfehlen. Ganz im Gegenteil, ich würde eher sagen, hol dir eine weiße Schokolade, die von mir aus Zucker und was weiß ich was mit drin hat, aber wenig Inhaltsstoffe. Also eigentlich braucht man da nur Kakaofett, Zucker, Milch und so weiter, sondern wenn nicht irgendwelcher Emulgator-Mist drin ist, ist das auf jeden Fall viel besser als dunkle Schokolade. Ab 70% aufwärts. Denn diese Art der Schokolade bremst Entzündung. Das ist interessant. Und die Antinährstoffe, die tragen halt dann wieder irgendwelche Nährstoffe und Mineralstoffe aus dem Körper raus. Also ich weiß nicht, ob die Rechnung da am Ende aufgeht. Bärbel Schlorf soll weiter Ernährungsprotokoll führen, um herauszufinden, welches Essen ihr Darm gut verträgt und welches nicht so. Das kann man jedem empfehlen. Das ist wirklich wichtig und ein sehr guter Tipp von dem Video. Definitiv Tagebuch führen, um zumindest irgendwann mal so einen Ausreißer zu sehen, wie, ach, gestern habe ich was gegessen, das habe ich Monate nicht gegessen und heute geht es mir vielleicht ein bisschen anders. Das ist dann vielleicht schon mal ein Zeichen, dass man das vielleicht mal kurz weglässt, um zu gucken, ist das vielleicht wirklich problematisch. Zwei Wochen hat Bärbel Schlorf gebraucht, um auf ihren Sollzustand von höchstens 2 Scheiben Brot am Tag zu kommen. Ein kleiner Entzug, um den aktuellen Schub zu bekämpfen. Besser geht es ihrem Darm aber leider noch nicht. Was jetzt neben vielen Suppen auf ihrem Teller landet, filmt sie regelmäßig. Tja, hi Leute. Wenn das mal nicht so rauskommt, wie es reingegangen ist. Also das ist... Müsste ich eine Ernährung zusammenstellen, die auf lange Sicht Probleme macht? Es wäre das eigentlich. Warum so viele Körner? Da kann mir doch keiner sagen, dass die Körner sind doch dafür gemacht, dass die durch ein Lebewesen durchgehen, unbeschadet. Warum sollte ich die dann essen, wenn sie eh nicht aufgenommen werden können? Da könnte man jetzt denken, ja, da schroten wir die Dinger und dann hat man dann halt noch spitzere Kanten an dem Korn. Aber ich raff das nicht. Ich habe das aber selber gegessen. Ich reg mich jetzt auf, aber ich habe den Mist selber gegessen und es hat mir nie gut getan, aber ich habe gehofft, dass es mir gut tut und deswegen war ich blind und habe einfach gesagt, nee, super, ey, und keine Ahnung.
Auch die Kerne von Blaubeeren und auch die Haut, selbst das, wenn der Darm wirklich empfindlich ist, kann das schon problematisch sein. Deswegen, I don't know, ey. Das ist im Moment mein tägliches Frühstück. Besteht aus Joghurt, bisschen Quark, Leinöl. Ja, was ist jetzt mit den Milchprodukten? Wenn sie da täglich sich irgendwelchen industriell hergestellten Milchkram da reinballert, wo man nicht weiß, wie ging es dem Tier eigentlich? Wie wurde das Tier behandelt? Keine Ahnung, was hat das Tier zu fressen bekommen? War das überhaupt Bio? Hat das Tier vielleicht irgendwelche Sachen bekommen, wo vielleicht irgendwelche Pestizide dran waren? Wie wirken sich diese Pestizide aufs Tier aus? Keine Ahnung. Wissen wir nicht, weil es wird einfach im Supermarkt irgendwas gekauft und vorher wird gesagt, Milchprodukte sind schlecht. Leinöl ist auch, seit Leinöl wird halt gesagt, ja, wegen Omega-3 und so weiter, aber Leinöl ist einfach auch ein Öl, was super schnell ranzig wird und oxidiert und das Gleiche macht es im Körper dann auch. Also hat einen hohen Gehalt von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ahornsirup, Quinoa gepoppt, Amaranth gepoppt, dann kommen Früchte nach Belieben. Das mache ich jeden Morgen. Ihr fragt euch vielleicht, was ich so esse. Frisches Gemüse, Olivenöl und Rapsöl, weil das sehr gesunde Öle sind. Ey, wirklich. Also da, ich platz bei solchen Aussagen. Weil Rapsöl ist seit 60 Jahren ist das ein gesundes Öl. Davor hat es, weiß nicht, vielleicht 100 Jahre, vielleicht sind es 150 Jahre. Davor hat kein Mensch der Welt Rapsöl zu sich genommen, weil es keine Herstellungsmethode gegeben hat. Diese Öle, diese ganz billigen Öle, die überall in Fritteusen verwendet werden, die gibt's noch gar nicht so lange. Und die sind einfach nur entstanden, weil jemand billiges Fett herstellen wollte, was man für die Massen hatte, was man für die Massen verkaufen wollte. Da ist nichts Gesundes groß dran, weil das einfach nur mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind, die oxidieren. Das ist nichts, was in unseren Körper reinkommen sollte, wenn man daran interessiert ist, wenig Entzündung zu haben. Olivenöl, okay. Aber diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, ey, das ist dann wieder, da gibt sie dann das, was in den Chips nicht gesund ist, ins Essen rein und dann ist es dort plötzlich super gesund. Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Dazu nachher wunderbare Kichererbsennudeln. Und das. Kichererbsennudeln? Ey, warum? Das sind wieder mal Samen von Pflanzen, die müssen richtig vorbereitet werden. Ansonsten haben die Stoffe, die einfach die Verdauung schwächen, die einfach Nährstoffe aus dem Körper austragen. Das haben unsere Vorfahren alle gewusst, die haben alle solche Sachen eingeweicht und unheimlich viel Arbeit reingesteckt, das richtig vorzubereiten. Und wir pressen heute einfach irgendwelche Kichererbsen in Nudeln und essen das dann. Mach den Test, mach mal Kichererbsennudeln, iss die mal wirklich bewusst und guck mal, wie es dir am nächsten Tag geht. Ich wünsche dir nicht, dass du es ausprobierst. Es war super zu verdauen. Also hat eher Energie gegeben, als dass das Schwierigkeiten gemacht hat. Wie gesagt, wenn es für sie funktioniert, wer bin ich, sie da zu kritisieren? Aber ich weiß nur, dass es für mich immer furchtbar war, solche Sachen zu essen, die sich nie eigentlich wirklich gut verdaut haben. Heute habe ich mich entschlossen, schöne Quarkbrötchen zu backen. Tara, wenn das jetzt Duftfernsehen wäre, würdet ihr vergehen vor leckerem Aroma. Trotz ihrer Begeisterung für das neue Essen will ihr Darm nicht so wie sie. Das zeigt eine erneute Darmspiegelung. Bärbel muss Cortison und einen weiteren Entzündungshemmer schlucken. Irgendwann ist wohl der Punkt erreicht, wo man das nicht nur mit Ernährung hinbekommt, so eine mega Entzündung mitzukriegen. Wäre schön, habe ich auch gehofft. Ich war ja auch positiv dabei. Es hat ja auch ein bisschen was bewirkt, aber es war eben überschritten, der Punkt. So, und da hat sie vollkommen recht. Ernährung ist nicht alles. Auch wenn ich mich sonst wie hier auf den Kopf stelle, es ist einfach nicht alles. Manchmal müssen es Medikamente sein, vor allem in akuten Situationen. Nur ich bin kein Freund davon, die ein Leben lang nehmen zu müssen. Aber nochmal, nur, dass ich das richtig verstehe. Da war jemand da, der hat ihre Ernährung umgestellt und dann ist es schlimmer geworden. Und dann nimmt sie Medikamente, jetzt auch also die haben nicht gesagt, was es war, aber ich kann mir schon vorstellen, welche Medikamente da eingesetzt wurden. Und später werden sie uns dann sagen, dass die Entzündung besser geworden ist. War es dann wirklich die Ernährung? 8 Wochen später, es geht aufwärts. Die 54-Jährige baut weiter auf die Ernährungsumstellung, in die auch ihr Freund Bodo nach wie vor große Hoffnung setzt. Wenn man sich nicht vernünftig ernährt, dann könnte man so viele Tabletten schlucken, wie man will, dann wird nie eine Besserung in Kraft treten.
Aber wenn man das macht, sich dementsprechend verhält, dann wird auf jeden Fall ein Zustand da sein, wo man sich wohlfühlen kann, wo man das Leben auch genießen kann. Absolut. Und wenn man dann noch weitergehen möchte, dann muss man auch auf die anderen Faktoren wirklich einen Fokus legen, die einen Einfluss auf unsere Verdauung haben. Und da sind vor allem emotionale Faktoren ein ganz großes Thema, insgesamt Stressverarbeitung und auch physiologische Geschichten, Atmung und so weiter und so fort, wie ich das in meinem kostenlosen E-Book halt beschreibe. 3 Monate noch bis zum Abschlussgespräch bei den Ernährungsdocs. Auch Bärbel Schlorf kommt wieder auf das Praxisboot. Seit Wochen nimmt sie nur noch 1 von 2 Entzündungshemmern pro Tag. Setzt dazu auf Ernährung. Wie reagiert ihr Morbus Crohn? Frau Schlorf, sind Sie tatsächlich eine Suppenqueen geworden? Ja, tatsächlich, das bin ich geworden. Nochmal, sie nimmt jetzt nur noch 1 Entzündungshemmer. Und sie hat die neue Ernährung. Vorher hatte sie einen Wert von 75 mit ihrer alten Ernährung? Just saying. Wegen ihrer Stenose, der entzündeten Engstelle in ihrem kranken Darm, sollte Bärbel Schlorf essen, was gut durchrutscht. Suppen. Was für Suppen gab's? Also mein Favorit bleibt die Kürbiscremesuppe, aber auch Brokkoli-Cremesuppe, total lecker. Zucchini mit Kartoffelcreme. Was hat sich nun durch die Ernährungsumstellung verändert? So sukzessive, klein bei klein, hat sich tatsächlich eingestellt, dass der Darm sich beruhigt. Ja. Und tatsächlich sind auch die Durchfälle bei Weitem weniger geworden, was ein Highlight ist. Wo stehen Sie da etwa jetzt, so am Tag? Mit wie vielen Durchfällen? Es gibt Tage oder eigentlich auch Wochen, wo ich gar keine mehr habe. Das hört sich aber gut an. Das war ja ganz anders. Unfassbar. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man wirklich die Nahrung vorher schon klein macht und so weiter, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann die Verdauungskapazität auch reicht, wirklich mal was wirklich zu verdauen. Ob das jetzt das Endziel sein sollte, bleibt zu fragen. Ihre Beschwerden lagen vor einem knappen halben Jahr zwischen 8 und 10 sehr hoch. Und wo ist es heute? Bei 3 und 2 so. Eine das ganz tolle Entwicklung. Super. Jetzt die entscheidende Frage. Bestätigt der Entzündungsmarker im Darm, der Calprotectin-Wert, Ihr gutes Gefühl? Sie hatten ja, als Sie zu uns kamen, das erste Mal einen Wert von 75. Bis 50 ist normal. Ohne Entzündungshemmung. Ich schau mal. Guck mal, da haben wir ihn. Ja. 46. 46 mit Entzündungshemmern. Und sie ist super happy darüber. Super, es liegt unter 50. Muss ich jetzt nur noch was sagen? Wow. Der Wert ist völlig normal. Und das ist ja Motivation, es auch für die Zukunft weiterzumachen. Richtig, das ist tatsächlich so. Ja? Genau, werde ich auch weiter so machen. Der Darm von Bärbel Schlorf ist stark geschädigt. Einerseits durch den Morbus Crohn und andererseits durch die beiden Operationen. Deshalb ist das sehr gute Ergebnis durch die Ernährungsumstellung als ganz besonderer Erfolg zu bewerten. Woher nimmt er jetzt dieses sehr gute Ergebnis her? Weil der Wert gesunken ist? Obwohl sie jetzt Medikamente einnehmen muss, die sie vorher nicht eingenommen hat. Das ist nicht so ein krasser Erfolg, muss ich sagen. Also ich kenne Calprotectin-Werte. Also da war sie mit einem 2-stelligen Wert noch eigentlich ganz gut dabei in dieser Phase. Deswegen, die Frage stellt sich mir hier. Ja. Es lohnt sich einfach zu kämpfen für das, was man auch möchte. Auch in der Ernährung oder Gesundheit. Absolut richtig. Immer weiter dranbleiben, immer offen sein für Dinge, die auch am Anfang total Banane klingen. Aber sich die wirklich die Dinge umsetzen, eigene Erfahrungen machen, weil nur auf andere zu hören, das führt dazu, dass man dann wahrscheinlich komplett überfordert ist, was die Ernährung angeht. So habe ich das durch. Ich meine, ich habe vegetarisch gelebt, vegan, ketogen, Zero Carb, Carnivore, ich habe die SCD gemacht, ich habe alles miteinander noch gemixt und bis ich irgendwann mal eine Weise gefunden habe, wo ich sage, okay, das macht für mich Sinn. Das kann ja auch sein, dass Leute mit allen möglichen Ernährungsweisen Erfolge haben. Trotzdem habe ich dazu eine Meinung. Es gibt mehr Punkte als die Ernährung, definitiv. Und zum Thema noch Entzündungswerte gibt es noch was zu sagen.
Es kann sein, dass manche Wunden im Körper einfach brach liegen, bis wir in einen Zustand kommen, wo der Körper anfängt, richtig zu heilen. Und wenn der Körper anfängt zu heilen, dann entsteht Entzündung. Entzündung ist unsere körpereigene Funktion der Heilung. Da kommen ganz viele Nährstoffe hin. Deswegen hat sich das ja auch verengt, dass da Wasser sozusagen und Nährstoffe hingeleitet werden. Deswegen schwellen Wunden oder Schnittwunden auch an. Deshalb kann es doch auch sein, dass wenn ihre Entzündungswerte höher waren, dass da wirklich versucht wird zu heilen. Deswegen so klar finde ich das gar nicht. Ich hatte manchmal die besten Laborwerte, die man sich vorstellen konnte, und ich habe mich total depressiv und traurig und fertig gefühlt. Und der Arzt guckt mir ins Gesicht und sagt, ja, Sie sind ein junger, dynamischer Mann und Sie sind kerngesund. Und ich denke mir so, what? Anhand dieser Werte sagt er das, ne? Nicht, wie mir es wirklich gegangen ist. Deswegen, die meinen es alle gut, ich sehe das, aber für mich, ich habe einfach andere Erfahrungen gemacht. Und deswegen bin ich hier auch so, werde ich auch so wütend, wenn ich solche Sachen höre. Und ich habe, wie gesagt, die Ernährung von Klienten umgestellt und die haben bessere Erfolge dann auch davontragen können, sage ich mal, und auch eine Besserung. Aber natürlich, wie gesagt, Ernährung ist nicht alles. Nur mit Ernährung glaube ich auch nicht, dass man weiter so durchs Leben gehen kann. Ich glaube einfach, Emotionen und der Umgang mit Emotionen, vor allem mit Wut und emotional auch nicht die Grenze von einem zu kennen, das sind so wirklich Sachen, die den Körper in den Stressmodus, ständig in den Stressmodus, in den chronischen Stress schicken. Und daran zu arbeiten, halte ich für ganz wichtig. Ja, kommen wir langsam zum Fazit zu dem Video. Ich bin der Meinung, ich habe hier ganz schön viele Kritikpunkte und ich bin auch der Meinung, dass es hier nicht wirklich ein rein positives Ergebnis über die Ernährung, das sich hier eingestellt hat, also macht nicht den Anschein. Und ich kann dir empfehlen, schau dir mal mein kostenloses E-Book an, das gibt es auf meiner Website, da hast du auch so eine Liste mit Nahrungsmitteln, die ich empfehle und die ich nicht empfehle. Und da gucke ich auch ein bisschen mehr auf die Nuancen, die sehr wichtig sind bei der Ernährung, weil man immer gucken sollte, wo kommt denn eigentlich mein Nahrungsmittel her und wie muss ich es zubereiten, dass es durch ein menschliches Verdauungssystem auch gut durchgeht und aufgenommen werden kann. Des Weiteren gibt es auf meiner Website auch die Möglichkeit, Coaching-Sessions mit mir zu buchen. Und falls dir das gefallen hat, wie ich hier am Ausrasten bin, dann kannst du dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Falls nicht, lass mich doch mal in den Kommentaren wissen, was dich denn so gestört hat in meiner Ansichtsweise. Ich will nicht ins Diskutieren reinrutschen, das macht ja keinen Sinn, aber würde mich trotzdem mal interessieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Sehe dich dann nächste Woche Dienstag 18 Uhr wieder. Mach's hübsch.